Was geht ab, meine lieben Freunde? Nina Kirsch hat wieder ein sehr starkes Statement veröffentlicht. In der Vergangenheit hat sich die Immobilienmaklerin und Schauspielerin aus Berlin bereits stark gemacht für die Rap-Szene und Unverständnis geäußert bezüglich der Rap-MeToo-Bewegung. Falls ihr die anderen Statements nicht gehört habt, findet ihr die Links in der Infobox. In ihrem neuesten Statement wird Nina Kirsch noch konkreter und drückt ihr Unverständnis aus, weshalb Rapper MC Boogie gecancelt wird. Sie kann nicht nachvollziehen, weshalb Personen diffamiert und gecancelt werden, nur weil sie nicht in das Weltbild des einen oder anderen passen. Oder weil sie sich vielleicht nicht so gehoben artikulieren können oder wollen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wurde MC Boogie von Prinz P gecancelt und ein bereits fertiggestellter Track wurde somit nicht veröffentlicht. Im weiteren Verlauf ihres Statements erklärt sie, auf welche perfide Art und Weise solche Bewegungen Menschen in ein negatives Licht drücken. So berichtet sie, dass diese Bewegungen Menschenmassen mobilisieren und über einen längeren Zeitraum Künstler oder andere Personen des öffentlichen Lebens so lange provozieren und aufs Übelste beschimpfen oder diffamieren, bis sie explodieren und eine unüberlegte Handlung begehen. Unüberlegte Äußerungen werden dann öffentlich verbreitet. Und so erschaffen diese Bewegungen Feindbilder und die jeweiligen Personen erhalten dann einen Shitstorm. Zudem gesteht sie, dass es auch ihr widerfahren ist und sie werde in der Öffentlichkeit so dargestellt, als sei sie das Sprachrohr arabischer Großfamilien und würde für sie Immobilien kaufen. Laut Nina Kirsch zeige das aber nur, welche rassistischen Ressentiments diese Bewegungen haben. Aber schaut euch unbedingt das Statement an und mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Peace out. Ich finde es schon unglaublich, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen gecancelt werden. Ein Mensch wird gecancelt, weil er nicht die gleichen Sichtweisen wie man selber hat. Ob das politisch oder was auch immer ist, weil er sich anders ausdrückt, weil er nicht in das eigene Weltbild passt. Das ist schon ziemlich unglaublich und auch sehr traurig. Ja? Aber ich finde, man hat das Ganze, was dahinter steckt, sehr schön jetzt gerade bei Boogie sehen können. Und ich hätte mich sehr gerne eher zu Boogie geäußert. Zeitgleich zu dem Shitstorm, den Boogie da abbekommen hat, der zur Folge hatte, dass ein Lied, ein Song, an dem er als Künstler gearbeitet hat, viel Leidenschaft, viel Herzblut, Zeit und so weiter reingesteckt hat, nicht veröffentlicht wurde. Das war seine Konsequenz, ja, von diesem Shitstorm. Genau wie Samra auch enorme Konsequenzen bisher immer noch suffert, sind weitere Anschuldigungen erhoben worden, und zwar gegen Young Kalle. Hier war das genau so ein Fall, von dem sich ja Deutschrap MeToo, Deutschrap MeToo, das ist ja genau das, was sie sagen. Wir sind hier ziemlich sicher, dass sexuell etwas sehr Übergriffiges passiert ist, weil Young Kalle es selber zugegeben hat und eingeräumt hat. Er hat keinen Shitstorm bekommen. Das war vielleicht mal eine Randnotiz irgendwo oder mal ein Repost, aber er hat keinen Shitstorm bekommen. Keine enormen Konsequenzen gespürt. Das gleiche gilt für ein Bushido, wo wir auch einen Beweis haben. Wir konnten alle ein Video sehen, wo er ein minderjähriges Mädchen bedrängt. Bushido hat auch keinen Shitstorm bekommen. Zeitgleich hat Boogie einen bekommen. Und zwar, weil er sich nicht so geäußert hat, wie das diese Social Justice Warriors von Deutschrap MeToo erwarten, wünschen, wie sich Männer verhalten sollen. Ja, das ist, also ich möchte euch einfach mal die Masche dahinter offenlegen. Da werden Menschen über einen langen Zeitraum aufs Übelste provoziert, diffamiert, beleidigt. Wenn die das dann irgendwann nicht mehr ertragen und sich wehren oder ausrasten oder eine Wortwahl wählen, die ich jetzt vielleicht nicht so wählen würde, was aber auch okay ist, weil jeder kann sich ausdrücken, wie er sich ausdrücken mag, dann wird da mit diesem Strohpuppenprinzip eine einzige Äußerung, ein Screenshot, ein Satz, eine wenige Sekunden Videosequenz wird da benutzt und es wird ein furchtbares Bild von dieser Person kreiert und ein großer Shitstorm, der übrigens auch ein Gewaltakt ist, bricht über diese Person herein. Und bei Boogie hat das tatsächlich zu reellen Konsequenzen geführt. Wie ich gerade schon gesagt habe, er konnte seinen Song nicht veröffentlichen. Ich finde das übrigens auch vom Prinz P sehr traurig und sehr schade, weil damit lässt man sich von denen benutzen und manipulieren. Ja, finde ich sehr traurig. Ich erkläre euch das, weil das wird noch öfter passieren, wenn diese Initiatoren da von Deutschrap MeToo nicht gestoppt werden. Ja,
Mir ist das selber tatsächlich auch schon passiert. Ich erkläre es euch, es ist wieder genau die gleiche Vorgehensweise. Die ist auch sehr plump und sehr leicht zu durchschauen, wenn man es einmal gecheckt hat. Ich werde seit Wochen, seitdem ich mein erstes Video veröffentlicht habe, aufs Übelste von dem provoziert und diffamiert. Genau wie bei Boogie, auch über unsere Kinder, total unter der Gürtellinie. Ich werde immer als Nazi, Nazi, rechts, rechts beschimpft. Haben sie bei Belasch und Boogie auch probiert. Und als es nicht geklappt hat, habe ich gesehen, dass ich jetzt verstärkt bei großen Accounts markiert wurde von denen, von Deutschrap MeToo, unter anderem auch bei Oliver Pocher. Und zwar immer mit dem Verweis, man sollte doch mich mal überprüfen oder gegen mich mal ermitteln, als ob das jetzt die Aufgabe von Social Media wäre. Ich wäre ja die Strohpuppe von arabischen Großfamilien und würde für die ihre Immobilien kaufen. Und das zeigt einfach nur, wie rassistisch motiviert auch diese ganze Agenda ist. Weil mir ist das egal, ob ihr mich als Nazi, Nazi, rechts, rechts oder als Struppe von arabischen Großclans bezeichnet. Ich verstehe das. Ich verstehe, wie diese Medienmanipulationen funktionieren. Es ist aber unglaublich, dass allein schon die Bezeichnung arabische Großfamilie irgendwas Kriminelles darstellen soll. Ich habe kein Problem mit arabischen Großfamilien. Ich habe ein Problem mit Tätern und Täterinnen. Und wenn in dieser arabischen Großfamilie 20 Täter wären, hätte ich tatsächlich mit denen ein Problem. Ich hätte dann aber nicht automatisch ein Problem mit den 20 oder von mir aus 200 anderen Familienmitgliedern. Also diese faschistischen Methoden, die die verwenden, auch diese Kontaktschuld, ja, da sollten wir alle lange, lange, lange schon von weg sein. Ja, also jemand nur aufgrund seines Nachnamens, aufgrund seiner Familienzugehörigkeit per se als kriminell darzustellen, ja, ist in diesem Fall leider tatsächlich sehr rassistisch motiviert. Gut, das hat dann auch nicht geklappt. Es werden wahrscheinlich noch weitere Attacken folgen. Ich erkläre euch das deswegen, weil es einfach eine verdammt gefährliche linksextreme Agenda ist. Und die machen das auch sehr schlau. Der Main-Account DeutschrapMeToo ist politisch korrekt. Der gibt vor, aufklären zu wollen und postet halt Informationen. Und dann gibt es eben von Lowlife Jane den zweiten Account, wo dann tatsächlich noch nicht mal ein Hehl daraus gemacht wird, was die eigentlich vorhaben. Ja, wo dann zur Bandenbildung aufgerufen wird, unser Rechtsstaat überhaupt nicht respektiert wird und komplett dekonstruiert werden soll, wie sie es so schön sagen, wo dann ich und andere Opfer von denen aufs Übelste beleidigt und diffamiert werden und wo zur Hetze gegen uns aufgerufen wird. Die machen da noch nicht mal einen Hehl draus, weil es anscheinend für so viele Leute gar nicht mehr zu durchschauen ist. Und das Verrückte und Paradoxe ist, dass solche Männer wie ein Boogie oder ein Belasch, die sich seit Jahren für Frauen, für Kinder, für den Schutz von Schwächeren einsetzen. Guckt euch doch deren Content an. Guckt euch deren Content an und dann guckt euch den Content von Lowlife Jane an. Ja, das sind die ersten Männer. Das ist der erste Typ Mann, der diesen Jan Kalle erhebliche Konsequenzen spüren lassen würde. Aber die vergrault ihr, weil ihr ein Problem mit deren Männlichkeit habt, weil ihr ein Problem mit deren Szene habt, der sie stolz dazugehörig sind, der Deutschrap-Szene. Und die benutzen diese Deutschrap-MeToo, die benutzen den Hype von Deutschrap, den wirklich jeder mittlerweile mitbekommen hat und auch gerechtfertigt ist, die benutzen sie, um sich hochzuziehen. Ja, und es geht nicht um Opfer, es geht nicht um den Schutz von Frauen vor Gewalt, weil das haben wir wieder ganz klar an dem Beispiel von Jan Kalle gesehen. Das war vollkommen okay, dass der das gemacht hat, da gab es keine Konsequenzen von denen. Aber der Shitstorm, den hat Boogie abbekommen, weil er eben nicht der Typ Mann ist, der ihm passt. Und daran sieht man ganz klar, ein bestimmter Typ Mann, der einer bestimmten Szene zugehört, der soll hier wirklich abgesägt werden. Ja. Ich finde das sehr traurig und ich denke einfach, dass hier wirklich einfach nur eine weitere Spaltung zwischen den Geschlechtern gepusht wird, zwischen Mann und Frau. Dass Männer per se als Täter dargestellt werden sollen, besonders ein bestimmter Typ Mann, Frauen generell immer das Opfer sind, denen immer geglaubt werden muss. Und ich möchte da einfach nicht mitmachen. Ich werde nicht akzeptieren, dass ein Boogie, weil er irgendwie Tattoos hat und sich anders ausdrückt als ich, anders behandelt werden soll als ich, weil ich vielleicht blond bin und eine Frau bin. Das ist nicht fair, das ist nicht korrekt. Ja. Und wenn Boogie und ich nebeneinander sitzen und uns unterhalten, drückt Boogie sich authentisch aus, so wie er sich ausdrückt und ich, wie ich mich authentisch ausdrücke und keiner ist irgendwie mehr oder weniger valide deswegen.
Ich kann euch deswegen wirklich nur ans Herz legen, guckt genau hin. Lasst euch nicht instrumentalisieren und schaut genau, was steckt dahinter. Ja, also wenn Leute laut Nazi-Nazi rechts-rechts rufen und rhetorisch denen nichts anderes einfällt, ist meistens schon Indikator. Ich meine auch, schaut euch das Verhalten von Samra an, nachdem die Anschuldigungen da erhoben wurden. Und schaut euch das Verhalten von Nika an. Ja, das spricht Bände und das spricht für sich. Und ich denke einfach, dass wir wirklich in verrückten Zeiten leben.